Nach zwei Monaten wieder zurück in der Felddienstarena, zurück in unserem Wohnzimmer. Das erste Spiel im Jahre 2023 sieht Schalke gegen Werder Bremen antreten. Vor einer schönen Kulisse von 18.464 ZuschauerInnen. Der S04 mit drei Änderungen gegenüber dem Nürnberg-Test. Schwolo für Fährmann im Tor, Matriciani für Kaminski in der Innenverteidigung und Latza für Mole. Drexler bringt den ersten Ball nach außen auf den neuen Linksverteidiger, auf Jere Uronen. Das Ding landet bei Danny Latza und zum ersten Mal gefährlich wird es nach 2 Minuten und 22 Sekunden. Kein Tor und kein Schnaps für Danny. Die Gäste Tabellen 9. mit richtig starker Vorstellung. Also bisher in der Bundesliga 21 Punkte haben sie schon gesammelt. Bittencourt und dann ist da Jung mit einer Flanke für Füllkrug und der WM-Teilnehmer und zweifache Torschütze macht schon in der 4. Minute sein in letzter Zeit obligatorisches Tor gegen den S04. Letzte 5 Pflichtspiele, 7 Tore Füllkrug gegen Schalke. Und dann dieser zweite Schock, Yoshida verletzt. Was war passiert? Bittencourt fällt Uronen vor die Füße und der hinten bei Yoshida rein. Bange Minuten waren da zu überstehen. Aber Meier machte noch weiter, zumindest bis zur Pause. Stimmung danach wieder gut und Schalke auf dem Weg in Richtung Ausgleich. Terodde, klasse für Kozuki. Soichiro Kozuki bei seiner Premiere in der Felddienstarena mit diesem Versuch in Minute 25. Gigi Pavlenka hatte was dagegen. Die Ecken brachte Danny Latza und die brachten auch Gefahr. Wenn auch hier nur mittelbar, Matriciani scheitert an Pavlenka. Henning Matriciani im Seniorenalter ist ihm noch kein Tor geglückt. Er war verflixt nah dran. Nächste Ecke wird noch gefährlicher. Tom Kraus. Ja, und da sagt er auch hinterher selber, den muss ich machen. So frei aus der Entfernung halten wir fest, eine starke Ecke von Danny Latza. Das hätte der Ausgleich sein können. Und weiter geht's nur in eine Richtung. Königsblau, klar, die tonangebende Mannschaft mit richtig guten Spielzügen. Prima Ball von Brunner für Latza. Dann geht Terodde erst zum Ball und dann zu Boden. Aber es gab nur Eckball, kein Elfmeter. Danny Latza weiß, das schöne Zuspiel hätte ich doch veredeln können. Und dann schauen wir nochmal da hinten. Ne, keiner am Ball, keiner gefoult. Alles korrekt abgelaufen. Die Gäste spielten auch mit. Nach diesem schönen Doppelpass. Hacke Grujew, dann Duksch und nochmal Grujew. Aber letztendlich für Schwolo eine Parade der Marke. Mache ich doch gerne. Torhüter fliegen nun mal gerne. Schalke mit vielen Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte schon. Der am weitesten vorne, Terodde gegen Pavlenka. Und auch der wird nicht genutzt. Die dritte richtig dicke Chance in der 45. Minute, die Schalke hier nicht nur zum Ausgleich, sondern sogar zur Führung nutzen muss. Simon Terodde gut aufgepasst, aber dann nicht eingelocht. Und Danny Latza so ein bisschen mit dem Gesicht zum Spiel. Nämlich jetzt. Eigentlich musst du hier führen. Stattdessen liegst du zurück. Zweiter Durchgang. Fährmann, Larsson und Kaminski waren gekommen. Erste Chance für die Gäste. Füllkrug trifft den Außenpfosten. Drexler, Yoshida und Schwolo waren draußen geblieben. Was macht eigentlich Jere Uronen, der Neue? Defensiv in den Zweikämpfen gut, Spielaufbau gut, Flanken ausbaubar, wie wir hier gerade gesehen haben. Und die von der rechten Seite kamen leider auch nicht viel präziser. Deshalb viele eigentlich ordentlich über die Flügel vorgetragene Angriffe noch nicht präzise genug. Die dickeren Chancen hatten die Gäste. Fährmann mit einer ganz unorthodoxen Klärungstat per Grätsche und dann gleich noch einen hinterher. Erstmal die Chance noch für Bülter mit seinem Sololauf. Karaman, der inzwischen für Terodde gekommen war. Und dann ist da Larsson. Larsson sehr auffällig, sehr bemüht mit dem Schlenzer. In der Mitte Proteste, weil Bülter zu Boden gegangen war. Der Schlenzer war knapper, als man dachte.
Nächste Chance. Kaminski gegen Füllkrug. So ganz kann er ihn nicht stoppen. Und deshalb kommt der eingewechselte Niklas Schmidt an den Ball. Die Chance, das Ding auszubauen für ihn in der 71. Minute. Die Latte hilft. Und Ralle muss nochmal ran. Erst gegen Mitchell Weiser und dann gegen Füllkrug. Wie schon Schwolo im ersten Durchgang, was er halten konnte, hat er gehalten. Wenn der Ball mal gut nach vorne getragen wurde, wie hier über Mohr und Müller, der inzwischen eingewechselt worden war für Uhronen, dann kamen die Flanken nicht an, das zog sich durchs ganze Spiel. Das endete mit einer Schock- und Schrecksekunde. Tom Kraus mit Problemen, aber am Ende konnte er doch wieder weitermachen. In der ersten Halbzeit müssen wir ein Tor machen, auch ich selbst, der freie Kopfball. Ich glaube, müssen wir eigentlich ein oder zwei Tore müssen wir schon machen. Ich glaube, wenn wir dann mal in Führung gehen oder auch, ich glaube, auch nach einem 1-0 hatten wir gute Chancen, wenn wir da ausgleichen. Ist natürlich fürs Gefühl viel besser und stärkt einen dann auch. Ja, was wir schon die ganze Saison das Problem haben, dass in der Box, dass wir da nicht Mann gegen Mann verteidigen. Und dann kommt halt Füllkrug frei zum Kopfball und macht den halt auch ein mit seiner Klasse. Und das stört mich halt, dadurch verlierst du dann auch das Spiel. Klar, zweite Halbzeit war es dann auch sehr hektisch, ging es hin und her. Hätten wir auch vielleicht noch ein Tor machen können oder Bremen auch, muss man auch so ehrlich sein. Mich nervt halt wieder, dass wir verloren haben durch so ein dummes Gegentor. Aber ja, deswegen können wir daran nochmal arbeiten und dann nächste Woche es besser machen gegen Frankfurt. Insgesamt das Spiel analysieren, dann nochmal die Feinheiten ausarbeiten und dann mit Vollgas voraus.